sobald die anderen Steine alle sind. Was aber auch noch etwas dauern dürfte. Das sind nämlich 310 Einzelfuhren. 150, 155 Doppelfuhren. Hey, die Bäume sind schon mal weg. Ah ja, wenn ich schon bei dem Construction Task bin, kann ich theoretisch hier wenigstens auch noch die Dinger hinmachen, dass wir einheitlich sind. Kann ich eigentlich die schon mal zum Clean-up schicken? Und kann mein Quarry planen. Das war zu viel des Guten. Das war eins noch zu wenig. So. Größer geht er nicht. Bis Ultimo runter will ich ihn aber nicht. Weiß ich gerade nicht. Oder will ich ihn eins tiefer haben? Was zur Hölle? Ich glaube, so will ich ihn haben, oder? Ja. Die Treppe erstmal bitte so rum. Ja, sieht gut aus.
So, hier wird noch ein bisschen gefüllt. So, wir haben wieder sehr schön viele Baumstämme hier. So, das können wir hier rüber verschieben. Und es ist viel... Ah ja, hier ist gar kein Holz hier drin gelandet. Gut. Nee, ich lösche den noch mal. Ich mache den anders. So. Nee, lieber so rum. Okay. Die fangen an, Zeug zurückzubringen. So, ihr könnt jetzt da drüben arbeiten. Wobei ich euch jetzt dann erstmal zum Bauen schicke. So, Gong. Du noch. Dann macht erstmal hier das Gebaue, dass die Steine wegkommen. Warum macht ihr hier Steine hin? Es soll eigentlich empty bleiben. So, jetzt sind die schon mal alle fertig mit ihrem Holz. Ernsthaft? Wisst ihr was? Ihr macht den Flatten-Task. Erst einmal.
So, die holen ihre Steinchen. Thank you.
Gut. Werden immer weniger Steine und weniger Ziegel. Dafür wird hier immer mehr aufgefüllt. Wie sieht's denn aus soweit? Na, ein bisschen haben sie bis jetzt nur. Dafür haben sie hier vorne fast fertig und hinten einen Stein. Die Dinger sind jetzt ziemlich leer. Ich hoffe, dass sie dann als nächstes das hier mal leer machen. Kann ich hier schon mal anfangen, Stockpiles zu kennzeichnen, die sie einreißen sollen? Ich könnte aber auch hier noch, das war jetzt zu viel, noch welche platzieren. Dann könnte ich gleich nochmal einen hier zu Stein machen. Okay, kann ich nicht den, aber den. So, dass wir langsam deexpandieren.